So, liebe Kangaroos-Fans, da sind wir wieder bei der Pressekonferenz vor dem nächsten Heimspiel am Samstag. Zusammen mit mir am Tisch der Head Coach Emanuel Richter, sein Assistant Coach Martin Jankow und wie immer schon in den letzten Wochen Wayne Chico Pittman. Wir hatten jetzt eine ganze Weile keine Pressekonferenz. Die Mannschaft war auf einem Auswärtstrip, kann man so sagen, zwei Auswärtsspiele hintereinander. Man kam mit einem weinenden und einem lachenden Augen sozusagen zurück. Manuel, kannst du uns da ein paar Worte darüber sagen? Ja, genau. Also wir haben das erste Spiel in Erfurt gehabt und danach in Hanau. Eigentlich zwei sehr schwierige Spiele mit zwei Top-Teams der Liga. Erfurt war am Anfang der Saison eine von den Top-Teams mit Koblenz, so sagen wir mal, platziert. Und da haben wir in der letzten Sekunde mit T-Loach für zwei Punkte gewonnen. Und das hat auf jeden Fall unsere Morale hochgebracht. Wir haben dann auch die ganze Woche dann gut trainiert. Und danach hatten wir das Spiel in Hanau. Hanau hat sich gut vorbereitet, was eigentlich sehr gut ist, weil das zeigt, dass wir schon ein Name in der Liga sind. Wir haben sich gut vorbereitet. Wir hatten immer eine Antwort auf unsere Körbe. Wir hatten zwei Minuten eine schlechte Phase, wo wir minus 16 gegangen sind. Und dann irgendwie wollten wir zurückkommen. Sind wir auch bis zu 6 Punkte, haben wir das geschafft, aber sie hatten immer eine Antwort von uns. Und das auch mit schwierigen Würfen von einfach klasse Spielen. Ja, Hanau ist traditionell eine gute Basketballmannschaft, schon seit langen Jahren in der Pro A, teilweise auch in der Pro B unterwegs. Apropos einen Namen in der Liga haben, ich glaube, das wird Zeit, dass wir ein bisschen so aus uns rauskommen. Wir haben jetzt bewiesen, dass wir nahezu jeden schlagen können und dass wir überhaupt gar keine graue Maus sein müssen und uns auch selbstbewusst auch präsentieren können. Ich denke, zu Thema graue Maus wird vielleicht der Wayne noch ein paar Worte richten wollen. Ja. Wie sahst du das letzte Auswärtsspiel, die Niederlage in Hanau? Also Hanau, muss man zugeben, ist eine tolle, klasse Mannschaft. Kann man nichts dagegen setzen, haben sich gut vorbereitet. Und letztendlich war es für uns nicht einfach. Nur muss ich sagen, dass man im dritten Viertel dann nochmal 6 gegen 5, also wir waren 5 gegen 6, gespielt haben. Entschuldigung, wenn das jetzt einschaltet, wie meinst du 6 gegen 5? Ja, na, selbstverständlich fand ich die Entscheidungen teilweise sehr, sehr fragwürdig von seitens der Refs. Letztendlich kann es nicht sein, dass wir im dritten Viertel fast 9 Minuten kein einziges Foul gepfiffen bekommen. Das ist, glaube ich, in der Liga fast unmöglich. Am Schluss letztendlich hat man vielleicht nochmal die Kurve gekriegt, rein gefühlsmäßig, aber ich war doch schon sehr erbost darüber, über die Situation. Ich kann gut auch mal nicht gewinnen, aber letztendlich hat mich das doch sehr, sehr geärgert, weil das hat den Fluss rausgebracht und hier und da waren wir 5 Punkte auseinander. Da war das Spiel noch nicht entschieden, aber ich glaube natürlich, hier und da hätte man das ein oder andere auch für uns pfeifen können, selbstverständlich. Apropos Ärger, gab es da noch was? Ja, selbstverständlich ist es für mich eine absolute Respektlosigkeit. Ich nenne normalerweise keine Namen, aber in dem Fall der Spieler Albrecht, der sich herausgenommen hat im Spiel, meinetwegen auch Trash-Talk zu machen, alles gut. Aber sowas macht man nicht gegen die Trainer. Das ist ein Gesetz, da hat man nicht gegen die Trainer anzugehen. Und am Schluss, wenn dann das Spiel abgepfiffen wird, dann kann man auch mal sich die Hand geben, in die Augen schauen und dann ist auch das Spiel auch wirklich zu Ende. Aber in dem Fall dann den Trainer, also unseren Coach Richie anzugehen, I don't give a shit, als Antwort zu geben, obwohl er jetzt nur was Klärendes mit ihm besprechen wollte, ist für mich absolut respektlos. Ich denke mal, das ist geschuldet auf sein junges Alter mit 21 und den Höhenflug, dass er dementsprechend hier und da mal trifft. Aber letztendlich ist es ein Nullgesetz, es ist gar kein Gesetz, dass man gegen die Trainer angeht. Weder von unseren Spielern noch von der gegnerischen Mannschaft. Und ich glaube, ich hätte doch so viel Einfluss darauf, wenn es einer von unseren Spielern macht, dass halt beim nächsten Mal nicht mehr sitzt auf der Bank. So einfach ist es. Ne? Und das ist respektlos.
Naja, das lassen wir jetzt hier mal so stehen. Ich denke, du wirst deine Gründe haben und wir hoffen, dass sich das möglicherweise noch in den nächsten Tagen klärt. Vielleicht kommt ja auch ein Statement aus Hanau seitens des Spielers. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls danke, Wayne, für deine offenen und ehrlichen Worte. Ja, apropos Respekt, wie hoch wird der Respekt sein vor dem Tabellenletzten, den wir am Samstag treffen? Die Mannschaft mit einem sehr komplexen Namen, Seelburger College Wizards aus Karlsruhe. Wie schafft man das als Trainer, die Spannung hochzuhalten? Die Jungs schauen ja auf die Tabelle, sehen, wir spielen gegen Tabellenletzten. Sehr einfach. Wir haben bei dem letzten Heimspiel gegen die letzte platzierte Mannschaft Frankfurt gespielt. Die hatten noch keinen Sieg. Und wir haben nur gegen Frankfurt gesehen, wie schwierig es ist, in dieser Liga einen Sieg zu kriegen, also ein Spiel zu gewinnen. Jede Mannschaft kann jeder schlagen. Und deswegen, wir müssen nicht 100-150% konzentriert sein am Samstag, wenn wir gewinnen wollen. Karlsruhe ist jetzt auf dem letzten Platz, aber die haben zwei Spiele für zwei Punkte verloren. Einmal gegen Oberhaching, einmal gegen Ludwigsburg. Und deswegen, das könnte tatsächlich andersrum sein und könnte sie mit uns auf der vierten Platz sein mit diesen zwei Spielen zum Beispiel. Und deswegen, wir müssen einfach konzentriert bleiben und nicht auf die Tabelle schauen, einfach zu wissen, gegen wen wir spielen. Ja, ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert über eure Gegner. Also sind relativ klein, die Frage stelle ich jetzt so ein bisschen an dich, Martin, wenn das okay ist. Die sind relativ klein, also sind 1,88 im Schnitt, wenn es mich nicht täuscht, haben aber, glaube ich, den größten Spieler der Liga in ihren Reihen, den 2,18 Meter Jungen aus Irland. Habt ihr euch besonders auf Karlsruhe vorbereitet oder zieht ihr eure Spielweise gegen jeden Gegner durch? Also wir machen das, was wir am besten machen können. Okay. Wir haben uns an Saisonanfang gut vorbereitet. Wir haben jetzt unsere Prinzipien und das machen wir jetzt weiter. Die sind jetzt, wie du gesagt hast, 1,88 groß. Im Schnitt. Genau. Aber die sind sehr schnell und Spieler mit sehr viel Erfahrung. Die treffen schon viele Dreier, die laufen jetzt schon gut und das wird nicht einfach. Wir haben uns gut vorbereitet, wir haben jetzt auch eine Videoanalyse gemacht, gescoutet, was wir machen können, was wir besser machen sollen. Und ich glaube schon, dass wir bereit sind. Ja, sehr gut. Ich spüre auch eine richtige, keine Spannung, aber eine Seriosität in euren Haltung diesem Spiel gegenüber. Es ist wieder Heimspiel nach zwei Wochen. Viele Fans freuen sich natürlich auf ein Feuerwerk, auf einen klaren Sieg mit vielen Highlights. Aber ich weiß, dass es in euch Trainern auch innerlich manchmal anders aussieht. Wayne, seitens Mentalcoaches musst du oder darfst du jetzt das Thema Tabellenletzter gegen Tabellenvierten angehen in der Mannschaft oder nicht? Selbstverständlich muss man das erwähnen, dass der Tabellenletzte nicht der Schlechteste ist, um Gottes Willen. Das sind immer kleine Einflüsse, die dazu führen, dass man ganz knapp verliert und wir sind noch am Anfang der Saison. Das heißt noch gar nichts. Karlsruhe spielt ein fantastisches Basketball und wir müssen aufpassen, dass wir letztendlich auf uns schauen, dass wir praktisch das, was die zwei Coaches mitgegeben haben über diese ganze Woche, dann auch durchgeführt wird, dass das, was wir analysiert haben, Stärken, Schwächen, dass die letztendlich dann auch bearbeitet werden und alles andere brauchen wir gar nicht schauen. Wir brauchen noch nicht zwei Monate vorausschauen, sondern wir schauen auf Samstag und wir schauen noch nicht auf die Tabelle, sondern wir schauen auf uns und versuchen, den Fans wieder ein schönes Basketball zu liefern. Und wenn der Funke überspringt, haben wir wieder eine volle, bebende Halle. Ja, absolut. Eure Aussagen haben mich davon überzeugt, das Wort Tabellenletzter jetzt nicht mehr zu erwähnen. Ich denke, wir spielen gegen eine gute Basketballmannschaft, die auch gut gecoacht wird von einem erfahrenen Basketballspieler. Ehemaligen Basketballspieler, der auch selbst vor Ort gespielt hat, ich glaube, auch eine emotionale Bindung zu der Mannschaft hat.
Sie haben auch, ich habe gesehen, Sie haben auch einige Scorer ziemlich weit im Ranking der Liga. Das wird auf jeden Fall wieder ein Basketballfest, ich hoffe mit vielen Fans und mit vielen Highlights, aber am Ende Hauptsache mit einem Sieg der Kangaroos on any given Saturday. Vielen Dank, Jungs. Vielen Dank, Wayne. Danke dir. Danke. Schönen Abend noch. Ciao. Yeah.